Und damit begrüße ich euch mal heute zu Sniper Ghost Warrior 3. Und zwar, wie ihr gerade auch gelesen habt, das ist eine Beta-Version. Ich habe gestern viel Beta-Codes gekriegt, Steam-Keys gekriegt. Ja, und jetzt will ich mal das testen hier. Ich hoffe, dass man das auch auf Deutsch stellen kann, weil Englisch ist absolut nicht mein Ding. Gut, dann starten wir das einfach mal. Ich habe es eben gerade erst installiert. Was will er jetzt? Ach so, irgendwie ein Zeichen? Ach so. Ach, adjust. Oh, ich würde sagen, wir lassen es erstmal auf normal. Ich denke mal, dass man das nachher immer noch einstellen kann. Hoffe ich. Obwohl, das ist eigentlich meine erste Beta-Version, die ich überhaupt spiele. Ich weiß nicht, was man hier überhaupt irgendwie einstellen kann. New Game. Warte mal, ich gehe mal hier oben rein. Disabled. Control. Okay, wir lassen es erstmal alles so. Also so wie es aussieht, kann man hier nichts auf Deutsch einstellen. Gut, dann machen wir normales. Ja, wir machen mal normales, ne, weil das ja nur neu ist. Ich werde mal sehen, wie viel Teile ich davon mache. Das weiß ich noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das Spiel jetzt geht, weil das nur, eigentlich sind das 18 GB gewesen, aber naja, schauen wir mal. Okay, ich würde sagen, den Ladebildschirm, den Ladebildschirm überspringen wir mal. Wir sehen uns gleich wieder. Selber fahren. Hey. Ich glaube, ich muss hier oben hoch, oder? Das weiß ich gar nicht. Konnte man auch Videografik? Oh my God, I'm gonna lose my mind with this music. Ja genau, ihm geht die Musik wohl auch auf den Brenner. Okay, ich will mal ein bisschen an die Seite stellen. Exit. Oha. Also mal ganz kurz gucken hier. Bäume, wie die sich bewegen. Klasse. Sieht richtig geil aus. Ja, einmal hochklettern bitte. Safe House. Aha. Was haben wir denn hier schönes? Oh, meine Werkbank. Hier kann ich wahrscheinlich meine ganzen Sachen. Und so. Oh, eine Waffe. Ah, muss man E gedrückt halten, okay. Nö, wir lassen erstmal alles so. Wir wollen erstmal ein bisschen was hier. Das können wir alles später mal machen. So, mal gucken, was ich jetzt hier machen soll. Ach, ich soll meine eigene Patrone herstellen. Ach, du ahnst das nicht. Machen wir hier mal 20 Stück, wa? Mal sehen. Habe ich jetzt? Okay, lassen wir erstmal gut sein. Ich hoffe, dass ich jetzt irgendwas richtig gemacht habe hier. wo soll ich jetzt hin? Ach, jetzt soll ich wohl schlafen gehen. Ja, so als Scharfschütze, das muss ja auch ein beschissenes Leben sein. Dann mach ich doch. Ach so, wie lange ich schlafen will. Ja toll, habe ich es gar nicht gelesen jetzt. Pff,
Jo. Warte mal, stand da irgendwas? Nö. Ach, jetzt habe ich fertig geschlafen. Ach, soll ich gar nicht. Ich soll zum Laptop. Haha, bin ich doof. Uha. Schön mit. Jo, das machen wir. Ist. Got some new intel for me? New category of targets. The most wanted list. The most dangerous separatist monsters out there. We're talking horrific war crimes. JSOC wants to dispense with where and when we find them. What about the ICC? This is American justice. Shoot first, ask questions later. Yeah, well, I've seen separatist handiwork in the field, so I don't have any questions. Torture and killing of POWs, rape and burning civilians alive. First target on the most wanted list is Ivan Khrushchev. Ivan Khrushchev, yeah. Rodkey Lyons said I could find him in the blocks. New intel has him moving around the complex. He's deeply paranoid and always travels with a heavy escort. No fancy footwork, John. In and out quickly. Do as much damage as you can and head home. Will do. Out. Coole Sache hier. Oh, 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 oh. Aber dass man hier mit dem Auto fahren muss, das ist ja richtig. Halt. Ist ja toll. Achso, ich habe eine Karte, cool. Ah, doch, rechts. Hey, ich bin doch gar nicht so doof, wie ich aussehe. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch ein Navi hier anklemmen kann, irgendwie. Oh, 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 oh. Gut, mal gucken, ob man hier irgendwie von außen gucken kann, das weiß ich auch noch nicht. Brücke. Oh oh. Oh 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 oh. Mensch, wie lenke ich denn hier? Achso, gedrückt halten. Außenposten. Kann man was verschieben hier? Jo. Jo. Ach, wahrscheinlich da drüben muss ich hin, ne, wo das Gelbe ist. Hier bin ich jetzt rüber. Da muss ich hin. Ach so, Quatsch. Das ist ja das, wo ich angeklickt habe. Fragezeichen heißt. Aber da war doch gerade ein Außenposten. Also ich muss sagen, die Gegend hier sieht ja wohl... Was ist das da oben? Ach so. Okay, auf jeden Fall muss ich da unten hin. Ich werde mal sagen, ich werde mal laufen. Kann ich runterspringen? Oh, 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 oh. Doch, hier komme ich runter, ne? Okay, da komme ich nicht runter. Aber dann ist egal. Okay, mit Shift kann man schneller laufen. Ich glaube, wäre ich gefahren, wäre ich schneller gewesen. Aber ich will mir auch mal die Gegend angucken. Ey, das krasse hier wohl hier, oder das... Was ist das da hinten? Also die Gegend, also ehrlich mal, hier unten, ne? Also das mit dem Wasser auch hier. Ey, guck mal das Wasser an, ey. Geil. So, nochmal ganz kurz gucken.
Da muss ich hin. Ne, da muss ich hin. Ich hätte doch mit dem Auto fahren können, ich voll Pfosten. Oh Gott. Ist egal. Was bei STRG? Achso. Cool. Knistert was? Okay, hier oben komme ich nicht hoch. Okay, ich will mal nicht die ganze Zeit rennen wie so ein Natten. Nur noch 160 Meter knapp. Da war doch gerade was. Hab ich ein Fernglas? Klar ist doch was. Cool. Ranzoomen können wir wohl nicht, so wie es aussieht. Zumindest jetzt wahrscheinlich noch nicht. Oder ich benutze vielleicht die Quick-Hit-Taste. Kann auch sein. Ich hab. Warte mal, mal kurz gucken hier. Okay. Schon kriechen. Ja, toll, jetzt müsste man. Ach, scheiß drauf. John, remember to find the crash drone. I've sent you its last location. Its GPS is still operational. Recover the data before someone else does. Roger. Ah, dann zwei. Oh, habe ich den gekriegt? Okay, den habe ich wohl gekriegt, so wie es aussieht. Ja. Okay, dann muss ich wahrscheinlich in dieses Haus rein. Von hier? Oh oh. Oh oh. Scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Okay, hier komme ich wahrscheinlich nicht rein, oder? Ja, ja, ich komme, wartet. Brennt was? Ach, den muss ich wahrscheinlich wegkriegen, da war. Scheiße, ich glaube, ich stehe ein bisschen ungünstig hier am Baum. Oh, oh, oh. Lauf, 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 lauf. Oh, shit, verdammte. Oha, das ist gar nicht so einfach wie bei den anderen Spielen. Puh. Ja, das ist schon ein bisschen anders hier. Ich glaube, ich hätte den nicht umnieten dürfen. Okay, außer den natürlich. Oh, habe ich jetzt keine Waffe mehr?
doch. Oh, ich dachte schon. Reporting casualty. Okay, jetzt werde ich. Enemy must be nearby. Search the perimeter. Werde ich versuchen, hier mal schnell in das Haus zu kommen, aber wahrscheinlich doch von vorne, oder? Oder kann ich über die Terrassen, über die Balkons hier rein? Hier ist ja alles zu. Hier ist ein Fenster offen. Ey, cool. Wo denn? Ah! Scheiße! Mist! Komm ich hier hoch? Ach hier, hier ist was. Open fire. Medical. Ah. Attack. Hostile on my position. Open fire. Scheiße, ich muss gucken wegen Medipacks. Ach ja, Hä? Eh vielleicht? Oder geht es automatisch? Oh, was mache ich denn für einen Scheiß? Oh Gott, stelle ich mich dusselig an. Oha, auf jeden Fall ist das schwieriger wie das andere Level sonst. Die anderen Spiele damals. Definitiv. Bis jetzt jedenfalls. Oder ich stelle mich wirklich so glatt an. Okay, einmal versuche ich noch. Also, dass man hier kein Fadenkreuz sieht, ich glaube, das habe ich schon ausgeschaltet, wa? Muss ich mal gucken, was ich irgendwo einschalten kann. There's no one here. Roger, return to post. Ah, jetzt kommt wieder einer. Oder? Kann man jetzt doch keine? Get down now! You think you're still on this?
Habe ich ihn? Ja. Alter, ich muss da oben hoch. Lass mich doch endlich mal hoch, Mensch. Okay, hier geht's nicht auf. So. Okay, wahrscheinlich muss ich den hier hoch, oder? Oh, bin ich gerade ins Kreuz gesprungen? Ah, ist ja geil. I can't see him. Reporting casualty. Oh, shit. Da bin ich aufgepasst. Okay, ich würde sagen, fürs Erste reicht es erstmal. Damit habe ich erstmal einen ganz kurzen Einblick wenigstens gebracht, wie das bei Sniper Ghost Warrior 3 abgehen wird. Ich werde mich heute bestimmt nochmal ransetzen. Was ich mit den anderen drei Cases mache, das weiß ich noch nicht. Aber ich denke mal, dass wir uns, ich hoffe, auf ein schönes Spiel freuen werden. Ich glaube, das kommt irgendwie im April raus. Bis dahin werde ich hier schön die Beta zocken und schon mal ein bisschen üben. Und vielleicht noch drei andere Leute, die das hier üben können. Na? Alles klar. Dann bedanke ich mich, dass ihr hier schon mal mit mir reingeguckt habt. Und wir freuen uns bestimmt auf die nächsten Folgen von Shadow Warrior 2. Was ist denn für ein Quatsch? Sniper Ghost Warrior 2. 3. Oh, ich bin so blöd. Ja, das ist doof, wenn man mehrere Spiele spielt. Na? Haut rein. Tschüss.